O wie fühl ich still zu dir hinüber. O oh, wie gehen mir von deinem Bild steigende Gefühle flutend über. Ungeheuer ist mein Herz gewillt. Wenn Sie wissen wollen, wie Liebe sich anfühlt, dann dürfen Sie keine Gehirnforschung treiben. Dann müssen Sie zum Beispiel Rilke lesen. Dichter haben ganz oft, ganz viel und Musiker auch über Liebe geschrieben und gesungen und haben die ja subjektiven Empfindungen unglaublich schön ausgedrückt und das kann der Hirnforscher nicht besser. Er kann es eigentlich genauso wenig wie jeder andere auch und deswegen nochmal, wenn Sie wissen wollen, wie es sich anfühlt, greifen Sie zu einem guten Buch. Ganz unterschiedliches kann gemeint sein, wenn wir von Liebe reden. Da gibt es die Mutterliebe, die körperliche Liebe, die nächsten Liebe, die Liebe zu Gott. Es gibt Liebe in der Familie, manche sind in irgendwelche Sachen verliebt oder in irgendwelche Ideen. Vom Liebesobjekt mal ganz abgesehen haben die allen Griechen Unterschieden zwischen dem Eros, der sinnlichen, erotischen Liebe, dem Begehren, der Philia, das war Freundesliebe, Gegenseitigkeit, Anerkennung, und der Agape, das war die selbstlose, förderliche Liebe, selbst die Feindesliebe, die eben den Anderen im Blick hat und den Anderen... In den Mittelpunkt stellt. Liebe ist also was ganz Unterschiedliches, und wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass man immer noch sagen muss, was man denn meint, wenn es um Liebe geht. Deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, was denn wohl im Gehirn passiert, wenn Liebe geschieht. Denn Liebe ist etwas ganz Verschiedenes, und wir werden sehen, im Gehirn, da ist das auch so. Liebe ist nicht ein einheitliches Phänomen, wie es das Wort, wie es unsere Sprache vortäuscht. Nein, Liebe, das sind ganz unterschiedliche Phänomene, die wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Entstehung biologisch haben. Und es ist möglicherweise sogar für Verliebte von Bedeutung über die Liebe, auch die im Gehirn besser Bescheid zu wissen. Denn wie immer ist das so, Gehirnforschung ist letztlich Erkenntnis über sich selbst. Und auch der Liebende, der sich besser kennt, der kennt auch seine Liebe besser, der weiß, was er erwarten kann, was auch zu viel ist. Der weiß, was schief gehen kann und der weiß vielleicht auch, wie es langfristig gut gehen kann. Insofern, ja, das Wissen über die Liebe und auch das Wissen über die Liebe, wie sie im Kopf funktioniert, hilft vielleicht den Liebenden, es besser zu tun.